wir waren klein und das war riesig für uns, dieser Platz jetzt. Alter, wie klein ist das? Da bin ich mit meinem Rücken auf dem Boden so gelandet und habe gar keine Luft mehr bekommen und sollte mich dann halt nur hinlegen, Füße nach oben. Und da war auch Krankenwagen da. Ich bin da irgendwie 3 bis 4 Tage nicht zur Schule gegangen. Ich durfte nicht. Ich weiß nicht, wie das heißt, weil ich nur Scheiße gebaut habe. Ich habe echt nur Scheiße gebaut, ne? Und das ist von 50, 60 Meter. Der Junge könnte sterben. Schon, meine Freunde, was genau? Willkommen auf World TV. Ich will nicht so viel rumlabern. Freunde, heute habe ich was Interessantes vor. Und zwar besuchen wir heute meine alte Grundschule, Digga. Meine alte Grundschule. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, Mann. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall auf einem Weg, wo auf jeden Fall Geschichte geschrieben wurde. Beispielsweise meine Mama hat uns hierher gefahren und es war Schnee. Wir sind ausgerutscht und man konnte eigentlich nicht nach oben fahren. Und beim Runterfahren war auf jeden Fall genauso schlimm. Also das ist unser Weg, wo wir nach oben gegangen sind zu unserer Grundschule. So, Freunde, das ist der Eingang von meiner Grundschule. 1., 2., 3. bis zur 4. Klasse. Sehr, sehr interessant und sehr emotional, wenn ich wieder an so einem Ort bin, wo man einfach Geschichte geschrieben hat. Denn, Freunde, meine ganze Familie war hier auf Stiftberg, Grundschule Stiftberg. Freunde, diese Tür steht immer noch hier. Diese Tür sah genau so aus, wie ihr das jetzt gerade seht. Wenn es jetzt aufgehen würde, wäre er krank. Und ja, diese Tür, das gab es auch damals, wo ich noch in dieser Grundschule war, krank. Massive, kranke Tür. Wenn man die Treppe nach oben geht, kommt man zu der Sporthalle hin. Komm mal mit. Freunde, hier könnt ihr sehen, das sah genauso aus. Hier vorne rechts, genau da hinten, ging man in die Sporthalle rein. Genau so sah das auch aus. Es hat sich nichts verändert. Hier ist unser Schulhof. Hier haben wir auf jeden Fall die meiste Zeit verbracht. Ey, das waren einfach so kranke Zeiten. Man saß einfach hier mit den Lehrern, mit den Lehrerinnen und hat einfach gespielt, Digga. Freunde, hier natürlich gab es auch viele Schlägereien, was ich noch ganz genau weiß. Es gab immer einen in der Schule. Leute hatten immer Hass auf ihn. Ich weiß nicht warum. Und man hat sich immer geschlagen. Wie zum Beispiel, ohne Witz jetzt, der Junge lag auf dem Boden. Ich weiß es noch ganz genau. So mit Kopf auf dem Boden. Und da kam der andere und hat ihn auf den Kopf getreten. Das weiß ich noch ganz genau. Das waren kranke Zeiten, Mann. So, Freunde, das war sozusagen unser Wald. Und ich bin euch ehrlich, ich kam jetzt gerade hier rein. Ich glaube, das allererste Mal, seitdem ich hier draußen bin, kam ich wieder hier rein. Und das Ding hierbei ist, ich habe es richtig gemerkt, wir waren klein und das war riesig für uns, dieser Platz jetzt. Alter, wie klein ist das? Das war normalerweise nicht so klein, wie es jetzt aussieht. Aber weil man natürlich Kind war und 6, 7 Jahre, war das für einen riesig. Und ich kam hier rein, ich setze mich hierher. Was? Wie ich das noch im Kopf habe, Kinderkopf, ist, Freunde, locker 10 Meter lang und Breite vielleicht 5 Meter. Man war ein Kind. Und ich setze mich jetzt hier rein, hier kommen einfach die Kindheitserinnerungen hoch. Freunde, wo wir uns gerade befinden, das war so ein Bereich, hier war immer ein Lehrer oder eine Lehrerin und haben immer uns Geschichten erzählt. Ohne Witz, hier, also es ist Pause oder Ganztag, da kam man hier rein und die haben immer Bücher gelesen für uns oder was weiß ich, haben uns ein paar Sachen erzählt, das war immer so ein Bereich. Und zu Karneval war ich auch hier und ich weiß ganz genau noch, Freunde, zu Karneval hatte ich Polizeiuniform an. Polizeiuniform. Und ich dachte, ich wäre echt Bulle, ne? Das sind einfach kranke Zeiten, Freunde. Und ich bin echt Gott dankbar, dass ich das noch erleben darf. Ist ehrlich so, Freunde, weil heutzutage ist nichts selbstverständlich. Ich bin gerade hier, ich kann die Erinnerung nochmal hochholen. Ich kann nochmal gucken, wie das hier war. Man war Kind, Digga. Du siehst das mit einem ganz anderen Auge. Und desto älter du wirst, ich bin jetzt 23, siehst du das wiederum mit einem ganz anderen Auge. Das ist krank. Echt, hier saßen wir. Aber wirklich, das habe ich echt in Erinnerung, dass es viel größer hier war. Viel größer. Freunde, wo ich hier gerade sitze, meine Freundin sitzt genau gegenüber von mir und sie kommt nicht runter, weil ich zu schwer bin. Oh, boah, ey, als Kind war es voll gefährlich damals. Ich war hier oft oben. Aber ich weiß nicht, wie ich hier hochgegangen bin, runtergegangen bin. Das ist krass. Aber auch eigentlich richtig gefährlich, ne, für Kinder. Das ist echt gefährlich für Kinder, wenn ich das gerade merke. Das war unser Klettergerüst. Jetzt kommen wir mal hier wieder runter. Oh mein Gott, das bricht. Das hat geknackt, ne? Freunde, ich kann mich noch hier erinnern, hier muss ich euch auch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar waren hier Kieselsteine. Und ich weiß noch ganz genau, ich war so ein kleiner Pisser. 7 bis 8 Jahre, krass, Digga. Und jetzt rede ich einfach darüber, das ist heftig. Das sind einfach Erinnerungen, macht es einfach nach.
Und da habe ich einen Fußball hochgeschmissen und diese Rückwärtssalto gemacht. Da bin ich mit meinem Rücken auf dem Boden so gelandet und habe gar keine Luft mehr bekommen und sollte mich dann halt nur hinlegen, Füße nach oben. Und da war auch Krankenwagen da. Freunde, hier war auch ein Bereich. Hinter mir seht ihr eine Riesenhalle, beziehungsweise das war unser, wenn man Ganze hatte, dann hat man immer so ein Mittagessen. Und da drinnen befindet sich immer unser Mittagessen. Und hier, wo ich hier gerade sitze, hat auch Geschichte geschrieben. Denn, Freunde, wir wollten immer schnell oben landen. Oben sind die anderen Klassen, Grundschulklassen. Wir sind immer hier nach oben geklettert, damit wir schneller da drinnen sind. Und natürlich haben wir auch Ärger bekommen von den Lehrern. Natürlich, sowas kann auch schlimm enden. Ich würde sagen, film mal rein. Und Freunde, hier ist ein Bereich, dort hatten wir immer Musikunterricht. Kennst du das, diese Holzstäbe? Tak, 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 tak. Hier hatten wir immer unseren Musikunterricht und ich hätte mich natürlich da auch ein bisschen mehr angestrengt, weil man überlegt jetzt, Digga, das alles Beat, das alles Takt. Das heißt, man könnte vielleicht Rapper werden, wenn man gut aufgepasst hätte. Ach so. Freunde, ich befinde mich gerade hier, wo ich mal eine fette Schlägerei hatte. Ich hatte mein ganzes Leben in meiner Grundschule immer Schlägerei, ich weiß nicht warum, aber hier befindet sich ein Ort, wo ich echt Scheiße gebaut habe. Ihr müsst euch das so überlegen. Und bei uns war es so, wir waren immer Ganztag. Unsere Eltern haben uns immer in der Schule bis 16 bis 15 Uhr gelassen. Und hier war ein Ort, hier hat mich ein Junge sehr, sehr krank aufgeregt. Der hat mich beleidigt von A bis Z, aber wir waren kleine Pisser, wir waren 7, 8 Jahre, wie gesagt. Und wenn man jetzt hier runter geht, wenn du hier bist, kriegst du keinen Ärger mehr und der Junge war nicht bei der ganzen Zeit dabei. Und der Junge hat mich beleidigt und hat gesagt, und ich stand hier und der hat gesagt, komm doch runter, wenn du ein Mann bist, die Szene ist. Und Lehrerin steht da oben und ich war kleiner Frecher und er war auch frech, ich bin euch ehrlich. Dann hat er mich von A bis Z beleidigt, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin hier runtergegangen, boom, in einen reingehauen. Nase, alles gebrochen, er muss operiert werden und er hatte halt diese Sicherheit so von wegen, hä, er darf nicht hier runter, weil dann hat er das Schulgelände verlassen. So, Freunde, hier ist zum Beispiel auch ein Bereich, zum Beispiel, wenn wir jetzt nach oben hinschauen, das war unsere erste, zweite, dritte Klasse, das ist ein anderes Gebäude, aber die Schule gehört zusammen und das war ein Gebäude. Und wie es hier drinnen aussieht, das habt ihr gerade gesehen, das sieht immer noch so aus wie früher. Hier war auch eine Sache, ist auch eine Sache passiert, da war ein Russe, der Kollege, der stand drinnen und der hatte meine Schwester geschlagen. Und ihr wisst, natürlich Familie und dann ist man direkt da, will man den Jungen auch kaputt hauen. Was auch eigentlich falsch war, keine Ahnung, von den Jungen war das auch falsch. Und ich habe den Jungen gesagt, noch einmal packst du meine Schwester an, gebe ich dir eine, verprügel ich dich. Er zieht von meiner Schwester die Haare und ich sofort ein pam, 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 pam. Nase geblutet, mein Bayram hat's auch, Bayram hat ihn auch geschlagen. Also man hat nur Geschichten geschrieben, nur Ärger und wir waren so kleine, frischen Kinder. Und ich weiß noch ganz genau, Freunde, ihr müsst euch das so vorstellen, Bismarckturm, ihr wisst, wie hoch sowas ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, das ist ein Turm, was ungefähr 50 bis 60 Meter nach oben hingeht. Und von da oben habe ich einen Ball runtergeschmissen. Ich wollte einen Jungen damit treffen, mit diesem Ball, Lederball. Und das ist von 50, 60 Meter, der Junge könnte sterben. Habe ich sehr, sehr viel Ärger bekommen und durfte bei einer Klassenfahrt nicht teilnehmen. Freunde, Schlagen ist nie gut, holt einfach euren Lehrer oder eure Lehrerin, was auch immer. Sprich einfach mit dem Direktor oder was weiß ich, Direktorin. Ich habe genug Scheiße gebaut, das ist aber nicht gut, Freunde. Man kann es auch irgendwie anders klären. Zickt euch nicht an, geht zu Lehrer oder Lehrerin und besprecht das so. Er hat mich geärgert, er macht mit mir so und ihr werdet schon eine Lösung finden. Er wird dann vielleicht eine Klasse nachsitzen oder was weiß ich. Er muss dann einen Tag lang aufschreiben, wieso er das gemacht hat. Deswegen, Freunde, Schlagen ist nicht eine Lösung. Weißt du, was wir hier gemacht haben? Geschaukelt. Nein, wir haben immer so gemacht. Immer so und der eine auch, der hier neben mir ist. Und dann einfach so wieder einfach mal so losgelassen. Dann ist wieder aufgegangen. Kleiner Pisser. Und dann Pause Ende und dann immer so, so kleiner Wichser war ich noch nicht so. Was ein Kopf. Freunde, hier war auch ein Bereich. Ich habe mich hier drauf gehangen und habe ich mich eine Runde gedreht. Und ich will gucken, ob ich das bis heute noch kann. Boah, es wird gefährlich, ne? Warte, mein Handy ist hier. Nein! Bring ihn nicht dahin! Mehmet, lass ihn nicht alleine rutschen! Moin! Hey.
Freunde, im Großen und Ganzen habe ich hier nur Scheiße gebaut. Das Krasse einfach hierbei ist, die Kinder müssen deren Grundschule, deren Leben, wo die gerade mal anfangen zu wachsen, mit Masken. Ich habe hier gerade gesehen, auf einer Bank hier ist eine Kindermaske, das habe ich gerade gefunden. Wen das auch gehört, keine Ahnung. Unterrichtmäßig, ich habe nur hier 5 und 6 geschrieben, das weiß ich. Und ja, im Großen und Ganzen nur Scheiße geworden. Was hier bei nur geil war, Freunde, das war AGs, Fußball-AG, weiß ich nicht, Schwimmen, glaube ich, gab es auch da. Basketball gab es auch da, das habe ich nicht so viel gemacht. Ja, krass, das war 2005 kam ich zur Grundschule, das weiß ich noch. 2005. Oh, der ist jetzt weg. 2021 sind wie viele Jahre? 15, 16 Jahre. 16 Jahre, Digga. Bis, ich glaube, von 7, wo ich 7 war, bis, glaube ich, 8, 9, 10, 11, bis 4. Klasse, das ist ja 1. bis 4. war ich bis zu 11 Jahre. Also, wo ich 11 Jahre war, knappe 12 bin ich halt hier rausgegangen, weiterführende Schule. Und also wenn ihr Bock habt, dass ich mehr von sowas mache, wie zum Beispiel besuch mal das von dir, besuch mal dies, besuch mal das, jenes, was ihr halt im Kopf habt, dann schreibt es unter die Kommentare. Ich fand mal so ein Video geil, denn es ist mal was anderes. Man ist einfach in der Natur und man redet über seine alten Erinnerungen. Das ist einfach krass, Digga. Also hier war auf jeden Fall geil, so als kleiner Pisser. Nur Scheiße gebaut, Digga, nur Scheiße gebaut. Ja oder nein? Und eine Geschichte kann ich euch auch erzählen. Hier war eine Dame früher, die war locker vielleicht 17 oder 18 und die hat hier Praktikum gemacht und die habe ich komplett auseinandergenommen. Kennt ihr diese Schaumstoffbälle? Und wenn es regnet, dann werden die so nass und schwer. Und dieses habe ich genommen und habe sie damit abgeworfen ins Gesicht. Sie ist dann irgendwie ins Krankenhaus gelandet, weil da waren so kleine Steintügelchen drinnen, in diesem Schaumstoffball. Ich bin da irgendwie 3 bis 4 Tage nicht zur Schule gegangen. Ich durfte nicht. Ich weiß nicht, wie das heißt, weil ich nur Scheiße gebaut habe. Ich habe echt nur Scheiße gebaut, ne? So, im Großen und Ganzen, Freunde, hoffe ich, das Video hat euch in irgendeiner Art und Weise gefallen. Und ja, schreibt mehr Vorschläge, was ich noch besuchen soll von mir. Oder allgemein, vielleicht auch nicht von mir. Was ganz anderes. Thiago, das ist gefährlich, Digga, wenn du mit Stein die ganze Zeit spielst. Lass das mal. Waren aber geile Zeiten, Freunde. Und heutzutage mache ich YouTube. Und wer hätte das gedacht, damals in der Schule? Ja, was willst du mal werden? Kfz? Ja, was willst du mal werden? Lehrer? Willst du studieren? Willst du Jura studieren? Was weiß ich? Und wer hätte das gedacht, dass ich eines Tages, wo ich damals klein war, hätte ich das niemals gedacht, dass ich eines Tages mit meiner Kamera komme, wenn ich älter geworden bin und einmal mal darüber berichte.